Hi Leute, hier ist wieder eures Guide und es ist zu einem neuen Part in Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir wieder einmal versucht, irgendwelche Lichttropfen zu sammeln im Turm der Götter und jetzt versuchen wir uns gerade immer noch am dritten Lichttropfen. Gut, und jetzt werden wir es nochmal versuchen. Ich werde jetzt einfach versuchen, irgendwo mit dem Schwert gegenzuschlagen, statt den Boomerang zu benutzen, damit das Phantom irgendwo anders auf mich aufmerksam wird und ich schneller fliehen kann. Ja. In der Taktik sollte das klappen. Ich weiß bloß nicht. Ich bin doof. Ich bin so richtig doof. Bitte, bitte erwisch noch. Nein, na gut. Dann mache ich das jetzt wie beim letzten Mal. Einfach mit dem Boomerang in eine bestimmte Position gehen. Abwarten, abwarten, abwarten. Los! Gut. Erwischt und let's go. Ja. Was? Das klappt nicht. So, jetzt. Okay, das war sehr knapp, aber ich hab's geschafft. Wow. Sogar im ersten Versuch in diesem Part. Es war gut, dass ich mich schlafen gelegt habe gestern hinterher. So, und jetzt haben wir Zelda. Suppi. Weißt du was, Link? Diese Monster, ich kann ihre Erinnerung lesen. Sie heißen Teleportphantome. Und die Dinger heißen Phantomaugen. Sie sehen ein bisschen wie Sperma aus. Sie sind eklig. Naja, jedenfalls, wenn ich ein Phantomauge anvisiere, kann ich mich dorthin portieren. Also, teleportieren. Entschuldige. Jetzt muss ich nicht mehr zu Fuß gehen. Toll! Du musst sowieso nicht zu Fuß gehen, Zelda. Entschuldigung, ich rufe mal kurz. Du musst sowieso nicht zu Fuß gehen, weil du keine Füße hast, Zelda. Das sollte dir hoffentlich klar sein. Und ich hoffe, dass du die Gegner auch gleich tothauen kannst, wenn du sowas in der Art treibst. Moment. Ich war gerade extrem dämlich. Ich hätte doch eigentlich Zelda dahin schicken können. Mit Hilfe der Teleportfunktion. Na komm. Wir gehen wieder zurück. Obwohl, ich glaube, ich teste mal Zeldas neue Fähigkeit aus. Schlag das Ding gleich tot, ja? Geil! Zelda, du bist nützlich. Ist richtig nützlich. So, Zelda, lass mich durch. Danke. Dann würde ich sagen, keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier geht es nicht weiter. Es sei denn, da unten vielleicht. Okay, da ist eine große Truhe. Was ist denn mit der? Ich glaube, das ist ein Job für Zelda. Dann gehen wir da gleich mal hin. Sie haut das Ding kaputt. Ach so, kann Zelda eigentlich Truhen öffnen? Erstmal den Rubin einsammeln und... Oh, ich habe die Tür aufgemacht. Wow, das sah fast aus, als wenn ich es geplant hätte, aber das habe ich nicht. Na gut, öffnen wir die Truhe. Und wir haben einen Goron-Bernstein erhalten, okay. Dieses wertvolle Exemplar enthält sogar einen Käfer. Okay, das ist ein Schatz für die Sammlung. Dann sehe ich mir das natürlich in der Sammlung mal an. Wie viel bringt denn das schöne Ding? Wow! 500 Rubine. Aber wir verkaufen das nicht. Das ist bestimmt für irgendein Zugteil wichtig. Von daher, so und jetzt rufen. Gut, wir haben Zelda. Wir haben die Extra-Truhe. Oder, ja, ob das jetzt eine Extra-Truhe war, habe ich gar keine Ahnung. Und das Phantomauge ist wieder da, weshalb ich glaube, wir sollten uns mal aus dem Staub machen. Denn hier haben wir nichts mehr zu holen, aber unten haben wir noch ein oder zwei Truhen, wenn ich mich richtig erinnere. Und deshalb sollten wir uns da in der Beziehung nochmal ein bisschen... Ich hasse das Ding, das immer Alarm schlägt. Das ist auch geil. Zelda, greif es an. Ja, Zelda, teleportiere dich einen Meter weit und schlag das Ding tot. Geile Logik. Na gut, Link sammelt jetzt erstmal die Bomben ein. Und dann gucke ich mal.
Moment. Ich kann da auf Zelda draufspringen, oder? Tatsache, das geht. Nice. Mal sehen. Nee, da hinten bringt mir das nichts. Aber hier ist eine Truhe, okay. Nein, 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 nein. Erkennt es mich so? Es erkennt mich so nicht? Epic. Okay, das ist wiederum geil. Das ist richtig geil. Alter, das Ding schwebt unter mir lang und rallt nicht mal das Geringste. Pure Epicness, ey. Was passiert eigentlich? Nee. Ich wollte eigentlich mir diese Truhe ansehen, aber das scheint nicht so gut zu klappen. Nee, Zelda, geh mal gleich hier rüber. Ich will nämlich versuchen, da hochzukommen. Wegen dieser weißen Truhe. Ah, da ist eine gute Stelle. Na gut, dann werde ich gleich mal mit Link übernehmen und mir das Ding schnappen. Zelda kann ja da stehen bleiben. Und was ist hier? Oh, eine Jadekugel. Nice. Noch einmal. 500 Tacken, nur für mich. Na gut, ich würde dann mal sagen, ich springe dann mal wieder auf Zelda. Zelda bringt mich in die Sicherheitszone. Und dann... Obwohl, was war denn da hinten? Ah, da hinten war eine Truhe, alles klar. Dann bringt mich Zelda erst recht in die Sicherheitszone. Na, okay, ich habe vergessen, die Route nochmal umzuändern. Denn so kann ich Link schützen. Und Zelda kann sich dem Phantom widmen. Damit sie es kaputt hauen kann. Dann kann ich nämlich in Ruhe diese Truhe holen. Boah, ich denke heute richtig nach. Was ist bloß mit mir los? Ich habe zu viel Kaffee getrunken. Ich habe definitiv zu viel Kaffee getrunken oder sowas. Na gut, wir haben... Oh, noch einen kleinen Schlüssel erhalten. War hier irgendwo eine verschlossene Tür? Oh. Ja, da war eine verschlossene Tür. Nice. Na gut, dann. So, ich verstecke mich erstmal da drinne. Zelda übernehmen. Wunderbar. Moment, da ist ein Schalter. Aktivieren. Na? Oh, klappt nicht. Hm. Ich versuch's mal mit Zelda. Vielleicht ist da ja hinten was bei ihren anderen Kollegen. Und Tatsache, da ist ein anderer Schalter. Lass mich raten. Ich muss die simultan aktivieren, hm? Zumindest wäre das jetzt so eine logische Schlussfolgerung, auf die irgendwie jeder kommen würde, außer mir. Und gleich in dem Moment, wo Zelda schlägt. Tatsache. Mann, bin ich heute gut. Ich bin heute richtig gut. Na gut. Nein, ich bin heute nicht gut. Ich bin heute ganz schlecht. Das war's mit meiner Glückssträhne. Nice. Na gut, Zelda, töte mal das Ding. Oh, und dann töte dann doch noch mal bitte... Scheiße. Nee. Dann erstmal auf Link rufen. Dann mitkommen. Ganz schnell mitkommen sogar. Komm hier rein. Und jetzt wieder auf Link. Jetzt wieder auf rufen, damit Zelda nicht rausgeht. Weil das Phantom immer noch dort unten ist und wir dann ausweichen müssen. Na gut. Jetzt können wir losrennen. Ich muss ja immer noch mit einberechnen, dass Zelda ein bisschen langsamer ist als ich. Das macht mir das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Na gut, dann macht sie jetzt erstmal ihr Phantomauge kaputt. Gut, dann gehen wir gleich mal rüber und machen das da hinten kaputt. Gut, in der Zeit nehme ich Link und renne los. Ich renne ganz schnell los.
So, ich rufe jetzt Zelda und dann würde ich sagen, verschwinden wir nach oben. Ja, keine Blockade, nichts. Wunderbar, dann gehen wir hoch. So, und was ist jetzt hier oben? Hier sind auf jeden Fall keine Phantomaugen. Was mich sehr wundert. Das Phantom ist auch weg? Okay. Bäh! Das sind böse, böse Dinge. Zelda, greif's an. Zelda, Haus kaputt. Danke, Zelda. Liebes Zelda, braves Zelda. Und, okay, hier ist Sand. Dann geh ich mal. Oh, scheiße. Scheiße, okay. Das war sehr blöd. Hm, ich platziere Zelda mal dort. Sie kann sowieso nicht rüber. Und, ah, da ist auch wieder ein Schalter. Irgendwie hat sich das Thema dieses Turms jetzt zu simultanen Schaltern gewandelt. Und das war jetzt gerade sehr blöd. Na gut, geh mal hier über die Brücke. Wie wäre denn das? Gut so, Zelda. Braves Zelda. Na gut. Oh, das ist wieder ein Job für Zelda. Aber ich gucke mal, was hier hinten ist. Okay, hier hinten ist ein Schalter. Oder sowas in der Art. Jedenfalls blinkt es und klingt komisch. Ich platziere mal Zelda dort. Mal sehen, was passiert. Da ist irgendwas zum Peitschen. Und Link kann nicht durch die Stacheln, das wissen wir ja schon. Und boah. Okay, jetzt ist Link in dem Raum. Das bedeutet, es ist eine Art von Teleporter. Na gut, dann nehmen wir jetzt mal... Obwohl, in der Zeit kann ich ja Zelda schon mal hierher holen. Denn scheinbar geht es hier weiter. Da geht ja auch die Treppe nach oben. Dann nehme ich jetzt mal Link, nehme die Peitsche, nehme mal das Schwert und tue es da rein. Seems legit. Wunderbar, dann gehen wir mal weiter. Natürlich wieder rufen und hoch. Mann, heute stelle ich mich sogar verhältnismäßig gut an. Yay. Okay, hier muss ich scheinbar mit Zelda arbeiten. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier mit Zelda arbeiten müssen in irgendeiner Art und Weise. Okay, ich versuche es mal mit hier unten. Ich will mich jetzt mit dieser Linie umziehen und umsehen. Und was, da unten ist auch ein Schalter? Okay. Da auch? Boah, was haben die nur alle mit ihren Schaltern? Na gut, wenn Zelda da steht, dann stelle ich mich mit Link da drauf. Und dann gucke ich mal, was passiert. Ich denke mal, ich komme so darüber und muss dann irgendwas suchen, damit Zelda darüber gehen kann. Richtig? Also über die Sandgrube zum Beispiel. Richtig? Das wäre jetzt meine Vermutung. Böse Dinger. Na gut. Nee, liegt aber auch da ran. Oh Gott. Da ist so ein Teil. Da ist so ein Teil. Hm, ich zieh's mal weg. Gewichte sind immer gut. Aber ich sollte mich hier erstmal umsehen. Ach, das ist wieder so ein Simultanschalter-Scheiß, oder? Ja. Schon wieder. Na gut, dann schiebe ich mal das Ding da drauf. Vielleicht hilft das. Damit ich dann das Ding sozusagen auf dem Schalter stehen habe. Das hat man ja schon öfter mal gehabt, dass man irgendwie ein Gewicht auf dem Schalter stellen muss. Ah, dann gehen hier die Stacheln weg. Okay. Ah, das bringt mir gar nichts. Da unten? Ach, da ist wieder so ein komischer anderer Schalter. Und was haben wir denn hier? Okay, eine normale Tür und einmal eine blockierte Tür. Das bedeutet, beides müssen wir wegkriegen. Klingt schwer. Aber gut, ich lasse mich darauf ein. Dann einmal nach hier. Und gleich kommt wieder dieses blöde Schiebegeräusch und... Was? Das klappt nicht? Okay, dann muss ich Link darauf stellen. Und nein, Zelda, wirst du wohl dahin gehen, wo ich dich hinbefehlige? Denn ich vermute, ich muss Zelda darüber bringen, irgendwie.
Oh, natürlich, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja. Moment, Zelda kann auch Dinge schieben? Boah. Das wusste ich ja gar nicht. Na gut, dann weiß ich ja schon, was ich mit Link zu tun habe. Ich muss nämlich darauf warten, dass hier die Stacheln weggehen. Mich nicht vom Gegner erwischen lassen. Mich nicht vom Gegner erwischen lassen. Mich nicht vom Monster erwischen lassen. Mich nicht vom Monster erwischen lassen. Und Zelda, da bist du ja wieder. Juhu! Die Schalter brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Wir sind ja jetzt drüben. Und jetzt kümmern wir uns mal um den Gegner. Wieso hat er es geschafft, Zelda jetzt anzugreifen? Das verstehe ich nicht. Oh Gott, ich bin heute wieder richtig schlecht im Kämpfen mit Zelda. Ja, der hat es irgendwie nur auf Link abgesehen und mein Grafiktablet hat es auf mich abgesehen, denn es reagiert nicht so toll. Ja, der ist irgendwie total Link fixiert. Komm her, Zelda, komm her, komm her, komm her, komm her. Angriff! So, jetzt ganz schnell. Das war gerade ganz blöd. Na gut. Okay, gut, er ist tot. Und ich vermute, so eine Tür hatten wir doch beim ersten Mal, dass wir da beide haben müssen zum Aufmachen. Ja, Hauruck. Genau das. Das dachte ich mir schon fast. Na gut, was ist hier? Hier ist eine kleine Truhe. Ah, hier ist also der Schlüssel oder ein Schlüssel. Okay. Dann würde ich mal sagen, Zelda soll mal mit mir mitkommen. Obwohl, ich glaube, wir müssen jetzt nach da vorne, richtig? Dann wäre es doch eigentlich jetzt das Schlauste. Ich schicke Zelda mal darüber. Und zwar hierher, in diese Richtung. Dann kann Zelda nämlich da mal die Wege auskundschaften. Genau das wollte ich. Und jetzt schnappst du dir bitte nochmal den Rubin. Und guckst mal, ob hier irgendwo in der Nähe Schalter sind. Wenn nicht, dann mach die Krüge kaputt. Sofern das etwas ist, das du auch noch kannst. Nein, scheinbar nicht. Okay, ich merke gerade, dass es eine ganz schlechte Idee war, Zelda dorthin zu schicken. Warum? Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Denn Link ist hier jetzt sozusagen gefangen. Aber ich kann Zelda jetzt darüber schicken, zu dem Schalter schicken. Und dann hole ich Link hier rüber und Link muss dann da drüben mal gucken, was ist, weil er auf dem Sand stehen kann. Das ist jetzt nur meine Hypothese. Und ja, ich bin heute sehr am Denken. Es liegt daran, dass ich heute eine längere Klausur geschrieben habe und deswegen ein bisschen gerade aufgeladen bin, was Energie angeht. Ich bin gerade sehr stark auf Zucker. Ja, warum so viel Zucker? Ganz einfach. Puh! Okay, das geht auch nicht. Dann bin ich überfragt. Ja, aber... Hä? Okay. Also muss ich Zelda doch da irgendwie rüberkriegen? Aber da hinten ist doch Sand! Wie soll ich denn das schaffen? Lass mich raten, dort hinten ist dein Schalter. Ja, Moment! Oh Gott, nein, Moment, Moment, Zelda, Zelda! Oh Gott. Okay, Zelda, bleib da stehen. Ich habe eine Idee. Ich mache das mit dem Boomerang. Das sieht so nach einem Job für den Boomerang aus. Na gut, dann muss Zelda das hier mal machen. Mal sehen. Okay, hier sind Schalter.
bringt mir jetzt nichts. Dann hier hin. Bringt mir auch nichts. Dann hier hin vielleicht. Nee, ich muss jetzt mal bei Zelda bleiben. Nochmal höher. Okay, das macht mir hier die Stacheln weg. Alles klar. Aber ich wette, wenn Zelda da runter geht, dann heißt es wieder, Hallo Stacheln, ja? Hallo Stacheln. Was ist hier? Hier ist nichts. Was ist hier? Hier ist ein Monster und hier ist wieder so ein Transportschalter. Ich vermute mal, dass Link jetzt auf dem stehen muss, richtig? Würde mich jetzt nur nicht allzu sehr wundern. So. Hehe, genau in dem Moment, wo... Okay, Zelda geht da mal runter, damit mich das Geräusch nicht nervt. Gut. Und Link... Ach nein! Wohl... Oh, ich bin ganz doof. Denn... Zelda muss ich ja nur hierhin teleportieren, über die Brücke gehen. Natürlich mit einem geführten Weg. Oh Gott. Ja, tut mir leid, Eure Hoheit. Ich wusste nicht, dass ihr zu blöd seid, über eine Brücke zu gehen. Nee, 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 Moment. Ich muss ja hier hin. Dann kann Link da durch. Dann muss Zelda die Felsen abhalten. Währenddessen kann Link sich durchschleichen. Und dann können Zelda und er die beiden Schalter aktivieren. Kommt das hin? Just asking. Kommt mir zumindest so vor. Ja, tatsächlich. So, jetzt Zelda. Ach so, das öffnet mir nur eine Brücke. Okay, und was jetzt? Obwohl. Zelda, du gehst jetzt mal hier hin. Link, du übernimmst mal. Du gehst jetzt mal darüber und alles. Oh Gott, nein! Ich habe ja ganz vergessen, dass da ja noch ein Phantom ist, wenn... Oh Gott, ich bin so dumm. Ich bin so übelst dumm. Oh Gott. Dummheit ohne Ende. Moment, Krüge draufstellen kann ich nicht, oder? Nee. Nee. Aber ich kann mir mein Herz auch verladen. Ihr könnt mich, ihr Phantome. Okay, das war doof. Aber wie löse ich jetzt das Problem, Zelda da über den Sand zu kriegen? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Aber ich glaube, diese Frage stellen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.